Ich hatte schon mal eins gebaut. Das war eines der allerersten Gebäude, die ich überhaupt hingestellt habe. Das Kolosseum. Und das wollte ich gerne wieder nachbauen. Das erste, was ich gebaut habe, das war, glaube ich, 2011 oder so. Oder 2010? Ich weiß das gar nicht mehr. Aus den Anfängen. Hatte ich irgendwie einen 90er Umfang genommen. Oh, die Brücke ist eigentlich auch. Die darf ich auch nicht außer Acht lassen. Tada! Oh, sieht man gar nicht. So, ne? Tada! Sollte ein bisschen filigran sein. Habe ich manchmal ganz gern, dass das so ein bisschen geschwungener aussieht und nicht alles in Blockform. Ja, es erfordert natürlich wesentlich mehr Zeit, als einfach nur einen Klotz hinzustellen. Wieso hängt denn da an? Egal. Das Kolosseum. Es ist natürlich so eine Art, ja, Arena für Gladiatoren, ganz logisch, was ein Kolosseum ist. Ave Caesar, morituri te saludant. Grüß dich, Caesar, die Todgeweihten grüßen dich. Oder sei gegrüßt, Caesar. Ja, so ist besser. Im Kolosseum gibt es natürlich verschiedene Dinge. Das Kolosseum besteht aus, natürlich, wie in jeder Arena, aus verschiedenen Gängen, die zu den einzelnen Logen führen. So wie hier beispielsweise. Hier haben wir einmal einen Überblick über das Kolosseum. Da sieht man hier außen ganz viele Ränge, wo die Bevölkerung sitzt oder die Zuschauer sitzen. Da gibt es hier die oberen Bereiche. Die oberen Bereiche sind für die gehobeneren Leute. Und dann gibt es noch die höchsten Bereiche. Die sind entweder für die Rufer, also für die, die das ankündigen, anschreien sozusagen. Aber vor allem auch für Könige, für edle Gestalten, die sich dann hier auch mal hinbegeben und hier den Kämpfen der Gladiatoren lauschen. Lauschen ist gut, denn eigentlich bekriegen sie sich ja einen Krieg unter Gefangenen. Denn Gladiatoren sind meistens nichts anderes gewesen als Gefangene, als Ausgestoßene, als jene, die man nicht mehr wollte. Und so wollte man eben, dass sie ihren letzten Willen hier im Kampf bestreiten können. Oh, da hängen noch die Kisten. Das Ganze ist auch abgedeckt. Jetzt werde ich schon wieder melancholisch. Das muss an der Musik liegen. Bin ich ganz betröppelt. Gehen wir einmal hinunter zu den Tierkäfigen. Denn auch die Tiere wurden hier gehalten, zur Belustigung des Volkes, das hier sich an dem Leid der Tiere und der Menschen gleichermaßen gefreut hatte. Hier wurden die Geschöpfe eingesperrt, die dann zu bestimmten Zeiten hier hinausgelassen wurden. Oh, hier wollte der Beetle mir noch was basteln. Irgendwie aus Schleimblöcken und so, dass das automatisch aufgeht und zugeht. Die Tiere, die hier gehaust werden, leben natürlich qualvoll, werden hinausgelassen. Entweder werden sie von den Gladiatoren kaltblütig erstochen oder sie nähren sich von den Gladiatoren. Das klingt grausam, aber es war leider auch so. Denn so eine Arena war keine Spaßveranstaltung, höchstens für die, die zugeschaut haben. Nicht aber für die, die innen drin waren. Und das Kolosseum ist natürlich gleich aufgebaut. Gladiatoren Süd, Loge Nord, Loge Ost. Wir können ja einmal hier herumlaufen. Das Kolosseum sieht an allen Ecken und Kanten im Prinzip gleich aus. Es ist halt ein großer Kreis. Lauf. Mit Absicht, sage ich das so. Ups, es wird Nacht. Habe ich noch das Bett oben stehen? Jetzt muss ich mal schnell das Bett suchen. Ich hoffe, es ist noch da. Oh. Nein, es ist nicht mehr da. Ach, Mist. Dann machen wir das halt bei Nacht. Ich hoffe, ich habe keinen Creeper. So, wir gehen einmal herum. Zu den Gladiatoren gehen wir später nach unten. Ich wollte vielmehr noch einmal herumlaufen mit euch. Also hier sind die Bereiche für die Zuschauer. Die Zuschauer, die, was weiß ich, sich hier eine Zeitung schnappen und ein bisschen was lesen wollen, sich erkundigen wollen auf den nächsten Kampf, vielleicht den Gladiatoren persönlich begegnen möchten und ihnen viel Glück oder ja, einen freudigen Tod wünschen, keine Ahnung. Die können sich dann hier, die können hier auch Schatten suchen, beispielsweise vor der brütenden Hitze, die hier draußen meist stattfindet, tagsüber. Nachts wohl eher nicht. Und ja, ah, West. Ich würde sagen, wir gehen einmal hinunter zu den Gladiatoren. Was ist denn das? Ich verlaufe mich hier auch ganz gerne mal, weil ich das einfach so gleich gebaut habe an allen Ecken und Kanten. Das ist auch Absicht, das hat ewig gedauert. Gehen wir mal zu den Gladiatoren Nord, nach unten. Wo sind die?
Achso, die andere Treppe führt hinunter zu den Tierkäfigen. Das ist mal ganz lustig gemacht, finde ich. Nämlich, das kann ich ja nochmal zeigen. Wenn ich hier runter gehe, komme ich zu den Tierkäfigen nach unten. Und wenn ich auf der anderen Seite hinuntergehe, boah, ich muss ein bisschen vorsichtiger laufen, dann komme ich zu den Gladiatoren nach unten. Und da sind wir auch schon. Es sind noch überall Hebel. Da fehlen aber Türen. Hatte ich nicht Türen gesetzt? Oder fehlen die noch? Da sollten eigentlich Stahltüren hin. Das sind hier die Liegen, die Pritschen für die Gladiatoren. Hier schlafen die. Boah, ich dachte gerade. Da steht aber einer. Ein Gladiator wartet schon. Auf deiner Sitzbank. Na komm doch endlich mal hier raus. Ich lass dich auch gern aus dem Haus. Mach dir doch nichts draus. Jetzt bist du tot und ich geh nach Haus. Okay. Das war ein Gladiator. Ja, so geht es eben zu hier in der Arena. Ist ja auch einer drin. Nein. Boah. Und hier geht es dann auf die Fläche. Die Fläche, die können die Zuschauer natürlich nicht besuchen. Das ist nur für die, boah, ich bin gerade ein bisschen nervös wegen dem Zombie. Die Fläche unten ist natürlich nicht für die Zuschauer gedacht, sondern nur für die Kämpfenden. Ja, und das ist es im Prinzip. Das ist die Arena, das Kolosseum. Einmal so. Okay. Und es geht auch nicht zu allen Seiten rein. Nur an zwei Flanken können die Gladiatoren hineinspazieren. An den anderen beiden Flanken kommen die Tiere heraus. Und deswegen ist das mit den Treppen auch so komisch gebaut worden. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Da? Finde ich es eigentlich doch. Ist ganz schön geworden. Ach, hier geht's noch hinaus. Hier war irgendwo ein Geheimgang. Oder hatte ich den nicht gebaut? Die Treppen verschwinden irgendwie und man kann durch die Arena durchfliehen. Das war ein Fluchtpunkt, den ich noch gebaut habe für die Gladiatoren. Was mir hier an der Arena fehlt, sind natürlich, ja, Tiere und Personen. Also, das muss man sich jetzt natürlich vorstellen. So viel Vorstellungskraft braucht es dann ja eigentlich immer, wenn man im Creative Mode ist. Man kann ja nicht alles verwirklichen, aber so viel wie möglich. Und deswegen habe ich das Gebäude schon mal hingestellt. Ach du Scheiße. Gut, dann beende ich die Aufnahme mit einem Kampf. Ich hoffe nicht hier drin. Ich sprinte einmal nach draußen. Nee, du kommst jetzt aber nicht außen hoch, oder? Die sind nämlich nicht doof. Die gehen die Treppe hoch. Okay, der Creeper ist doof. Ich habe nur ein Eisenschwert. Na gut. Na los, komm her. Okay. Puh. Ja, die sind an sich nicht schwer, aber ich wollte jetzt nichts explodieren lassen. Das geht ja nicht immer gut. Okay. Ja, das ist im Prinzip das Kolosseum. Viel mehr wollte ich hier gar nicht zeigen. Habe ich auch ewig dran umgebaut. Auf jeden Fall mehr als einen Monat. Ja, immer so kleine Springbrunnen, damit sich die Gladiatoren hier erfrischen können. Mit stinkendem Wasser. So. Ich spaziere mal wieder hier raus. Muss natürlich aufpassen, dass ich hier nicht drauf gehe. Au! Ah, gleich zwei. Wow. Das wird ja noch lustig, wenn ich da 5000 Felder laufe. Aber wenn ich das versprochen habe, dann muss ich das... Wie viele denn noch? Hallo? Klar. Mann, lass mich doch alle mal in Ruhe. So. Haben wir das. Was ist denn das? Da oben wollte ich nochmal raufgehen. Ach so, das fehlt ja auch noch. Mein Gott. Ja,
Wir haben so viel gebaut hier. Im Nether waren wir natürlich auch, sonst hätten wir gar nicht. Sonst wären wir gar nicht in die ganzen Quarzdinger und Glowstones rangekommen. Na komm, wenn ich schon mal gerade aufnehme, dann kann ich das auch noch machen. Aber ich wollte eigentlich erstmal hier. Da hinten ist ein Minenstift. Den haben wir mal hingestellt, wenn wir in die Mine gegangen sind. Kann ich nur empfehlen. Muss ich auch irgendwie zurechtfinden. Ich wollte eigentlich nochmal da hoch. Mal sehen, komme ich irgendwie rauf? Na, komm schon. Hier, da, so, ja, noch ein, ja, hoch, ja. Okay. Noch ein Stück, ja, hoch. Mist. Na komm. Nehmen wir das halt so weg. Das wird hier schon irgendwie gehen. Pass auf. Wir gehen hier einmal hoch. Und dann zeige ich die Arena nochmal von oben. Brauche ich sowieso noch für einen Screenshot. Genau. Und dann gehen wir nochmal kurz in den Nether. Und dann ist das im Prinzip auch schon alles gewesen, was wir hatten. Ist das für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen schnell durchgegangen. Mond hat sich auch verändert. Das war irgendwie anders früher. Ich werde nochmal nach dem Texturenpack gucken. Das ist sie. Genau, das ist das Kolosseum. Ui, jetzt habe ich keine Nahrung mehr. Das ist doof. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt noch mehr Nahrung verliere, gehe ich einfach mal durch das Portal. Da machen wir uns gleich mal auf den Weg. Auf den Weg. Ui, bisschen frisch. Ich hoffe, es wird gleich wieder Tag. Ich brauche auch eigentlich wieder ein bisschen Nahrung. Ich könnte mir zwar ein Schwein genehmigen, aber das hat nochmal Schwein gehabt, würde ich sagen. Gehen wir einmal durch. Und hier hoch. Wie gesagt, diese Höhle, dieser Durchgang durch den Berg, der war schon. Den haben wir nicht extra hingestellt oder so, sondern der war genau so. Und da haben wir dann so ein Riesenportal einfach reingestellt. Fand ich ganz witzige Idee an der Stelle. Weil es auch zur Umgebung gepasst hat. Nee, überhaupt nicht. Aber man weiß eigentlich immer, wann man an dem rechten Ort ist. Das ist eine super Orientierung, wenn man so ein Riesengebäude hat. Also Gebäude, Berg. Hier oben noch so eine Eremitenhütte. Hier kann man sich dann ein bisschen erholen vom Tag. Ja, jetzt fehlt es natürlich an Auflösung. Da springe ich jetzt nicht runter. Nein, mache ich nicht. Wir wollten durchs Portal gehen. Da haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel gemacht, aber ich wollte noch diese eine Monsterfalle zeigen. Wir haben diese Nether-Portale eigentlich immer genutzt, um entfernte Höhlen auszukundschaften oder was weiß ich, Wüste zu finden und um natürlich Landschaften zu verbinden. Das können wir in Zukunft auch machen, wenn ich dann diese Schritte gelaufen bin. Verdammt. Natürlich gehört zu jedem Portal erstmal ein Schutz. Und das ist natürlich eingekästelt. Das sind die Plünderstellen gewesen. Das Gute war, dass wir auch direkt hier an der Festung gespawnt sind. Ich habe schon wieder Hunger. Oh, Pilzsuppen. Das ist gut. Okay. So. Netherfarben gehört auch mal dazu. Das sind alles Dinge, die wir natürlich dann auch bauen müssen, wenn es dann wieder soweit ist. Dann haben wir hier verschiedene Abzweigungen. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ah, das kann ich nochmal zeigen. Wir haben eine Lohenfarm gebaut. Denn Lohen geben doppelt so viele Erfahrungspunkte wie andere. Ich nehme mal einen mit hier. Für die nächste Pilzsuppe. Lohen geben doppelt so viel Erfahrung wie Zombies oder andere Gestalten. Und deswegen haben wir uns gedacht, ja, um eine effektive Falle zu bauen, brauchen wir natürlich dann auch effektive Monster. Und das waren dann die Lohen. Beedle und ich haben uns die dann, gebaut. Es war auch recht kompliziert, weil wir ständig unter Beschuss geraten sind. Apropos unter Beschuss, da steht... Oh Gott. Hat er mich schon gesehen? Nein. Okay. Die Lohnfarm. Boah. Da unten ist der Lohnspawner. Der befindet sich immer in Festungen. Und darum haben wir, das haben wir aus einem anderen Video, glaube ich sogar. Also es war nicht unsere Idee, aber wir haben es so ein bisschen interpretiert. Ja, so kann man das sagen. Unten ist ein Trichter, der mit verschiedenen
Ich zeig das mal eben. Ich mach mal den Mechanismus. Ich aktiviere mal den Mechanismus. Es gibt zwei Ebenen. Drei Ebenen. Unten haben wir die Ebene des Auffangbeckens. Hier kommt alles zusammen. Hier können wir einmal, naja gut. Hier kommen alle Lohn zusammen, die hinuntergefallen sind. Durch ein bestimmtes Trichtersystem werden die nach unten gelockt. Diese Trichter werden, wie man schon hört, mit Pistons bewegt. Mit verschiedenen Kolben. Nach unten gezwungen quasi. Deswegen gehe ich mal einmal hoch. Zack. Und diese Kolben, die sind alle, laufen alle gleichzeitig, aber auch nicht gleichzeitig. Also im bestimmten Rhythmus, damit sie halt alle wirklich nach unten getrieben werden. Da konnte man es gerade sehen. Der Nachteil war natürlich, dass manche auch oben in der Mitte drauf liegen blieben. Und da haben wir uns gedacht, ist hier jetzt ein Monster? Nee. Da haben wir uns gedacht, kann man hier im Prinzip auch kleine Schusslöcher noch platzieren, womit man die dann anlocken könnte. Muss man natürlich aufpassen, dass die nicht hindurchkommen. Oh, es kommt schon. Naja, aber so geht's dann. Ja gut, der ist jetzt unten. Jetzt kann ich den da unten im Prinzip wieder ausschalten. So, und wie lange war das Ding jetzt aktiv? Sagen wir mal, 2 Minuten. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber wenn ich das jetzt stoppe und alles abschlage, das kostet auch ganz schön Schwert. Deswegen nehme ich mal gerade ein anderes. Ist vielleicht ein bisschen laut. Seit wann können die da durchschießen? War mir auch neu gerade. So, Level 10. 4 Level in 2 Minuten. Naja, so ungefähr. Das war, vor dem Update war es auch einfacher. Hier geht's zum Schnee. Da brauchen wir nicht hin, das ist da, da gibt's nichts. Wir haben ja manchmal ein paar Test, Testportale gesetzt, um zu gucken, was ist dahinter. Zum Beispiel auch an der Stelle. Ich mach mal eben noch eine Pilzpfanne. So. So eine Holzschüssel ist eigentlich ganz praktisch, wenn man ständig in der Höhle ist. Ich wusste es. Oh. Drecksack. Die bekämpfen sich gegenseitig. Was ist das denn? Okay, jetzt aber wieder raus hier. Eines wollte ich noch zeigen. Das war die erste Falle und die zweite war weniger schlecht, sondern das war eine Pfeilproduktion. Die lief eigentlich sehr gut. Und deswegen haben wir sie so ein bisschen automatisiert. Jetzt muss ich natürlich in die richtige Ecke laufen. Tschüss. Aua. Jetzt habe ich bald keine Nahrung mehr. Ah doch, wenn ich zu der dahin laufe, müsste ich das eigentlich wieder kriegen. Muss ich ein bisschen hungernd hier rumlaufen. Na gut, das schaffen wir schon. Hoffentlich. Und wenn ich sterbe, ich habe ja nicht viel dabei, nur Korsusbogen. Ach, jetzt habe ich die Lore vergessen. Ohne Lore geht es natürlich ein bisschen langsamer. Ich kann das aber auch ein bisschen mit meiner Leertaste hier beschleunigen. Ein bisschen durchhopsen. Aber dann ist mein Hungerbalken aber gleich kaputt. Das ist auch blöd. Ja, es ist ein schlechter Vorführeffekt gerade. Nun gut. Die Monsterfalle, wo haben wir die denn eigentlich gefunden? Ich weiß es ja nicht mehr. Wir hatten auf jeden Fall ewig lange nach irgendwelchen Tropenbäumen gesucht und haben uns dann irgendwann gesagt, so, stellen wir einfach mal ein Portal und gucken, was wir da haben. Und wenn wir da kein Tropenholz haben, dann gehen wir halt weiter. Und irgendwann hatten wir die Landschaft dann auch verbunden. Knack, ich bin da. Ja, hier sieht man schon, es landet direkt drin. Denn hier fallen regelmäßig... Skelette durch. Befindet sich nämlich eine... Da. Zwei Skelettspawner direkt nebenan. Und die lassen regelmäßig ein paar Skelette spawnen. Werden durch das Wasser da unten in die Mitte getrieben. Und gelangen in einen Fahrstuhl sozusagen. Das Wasser ist da immer schräg links zueinander, sag ich mal, platziert. Sodass die Monster in einem bestimmten... Die erleben einen Aufwärtstrend, wollte ich sagen. So, ich muss jetzt mal was essen.
Na, hier den. So. Die kleine Survival-Welt. Das reicht ja noch gar nicht. Habe ich noch was anderes hier? Oh, Kartoffeln. Danke, Beetle. Okay. Ja, hier waren wir auch ewig. Ach so. Genau, nach oben wollte ich ja. Ah, hier, ja. Nach oben. Können wir uns das nochmal von oben angucken? Und dann würde ich sagen, kann ich eigentlich direkt von hier das nächste Mal loslaufen. Ist doch gar nicht so schlecht. Naja, die Skelette werden jedenfalls hier nach oben getrieben. Ja, da hinten kommen sie hoch. Und irgendwann sind es so viele, dass sie durchgeschubst werden. Mal abwarten. Müsste eigentlich gleich passieren. Ich kann hier nochmal rumgucken. La 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 la. Hallo. Ja, jetzt. Ah. So, dann wird hier quasi einer durchgeschickt. Und kann natürlich nicht anders, als nur noch runterzufallen. Und zwar genau 22 oder 23 Blöcke. Ich weiß gar nicht. Jedenfalls genau so viel, dass sie sterben. Jetzt könnte man dazwischen, und das hatten wir auch schon in Planung, noch irgendwie eine Abfangstation bauen, dass sie mit einem halben Herz ankommen und man sie dann selber steckt. Dann kann man da auch noch Erfahrung draus holen. Aber im Prinzip sollte es nur eine Pfeilfarm sein, ja. Ach so. Ja, gut, ich gehe nochmal nach Hause. Jetzt habt ihr einiges gesehen. Also nochmal, was haben wir denn das nächste Mal vor? Ich werde mir irgendeinen anderen schnappen. Weiß nicht, Beetle, Raki, Amy, irgendwer, wer gerade da ist. Und dann werden wir mal 5000 Schritte in eine Richtung laufen. Ohne alles oder mit relativ wenig. Mal gucken, wie weit wir dann kommen. Ob wir überhaupt überleben werden, ich weiß es nicht. Selbst wenn wir nicht überleben, macht nichts. Weil es ist ja so gedacht, dass wir neu anfangen. Genau. Einfach neu. Ah, jetzt kann ich wieder ein bisschen sprinten. Ich wollte noch mal bis zum alten Haus zurücklaufen. Dann beende ich auch die Aufnahme. Und ich würde sagen, ja, Let's Show gibt es an sich gar nicht so viel. Ich müsste erst wieder ein bisschen was bauen. Ich habe natürlich auch was auf dem anderen Server. Auf dem Let's Show Server sozusagen. Aber das ist noch in weiter Arbeit. Das dauert auch noch ein paar Monate, glaube ich. Das ist so viel, das kann ich gar nicht zeigen. Also schon, aber noch nicht gleich. Oh, die Kartoffeln haben früher mehr aufgefüllt. Naja. Es gab so einige Änderungen, die muss ich erstmal mitschneiden. Auch ein Grund, wieso wir neu anfangen. Ja. Das ist es im Prinzip. Das ist der Survival-Server. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bleibt beim nächsten Mal auch dabei auf dem Survival Let's Play. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.